Ja, Andi Witthölzl, Hinzenbach 2013. Muss sich noch was ändern, bis wir hier anfangen, oder? Ja, momentan geht ein bisschen der Blasius, wie wir sagen. Also es ist einfach zu viel Wind und ja, mal schauen jetzt. Und es kann schnell gehen, dass sie sich beruhigt, aber jetzt momentan war es einfach zu viel. Wir haben momentan 6 bis 7 Meter pro Sekunde. Man sieht es und hört es wahrscheinlich. Bis wohin muss ich es beruhigen, damit man hier einen anständigen Wettkampf durchführen kann? Ja, einen anständigen Fernwettkampf wäre es bei Wind selten zusammenkriegen. Jetzt mit der Windregel ist natürlich gleich zu viel aus, aber ich glaube, ein Springen ist es am liebsten, wenn gar kein Wind ist, weil dann ist es eigentlich am fairsten und die Bedingungen für alle gleich. Aber ich denke, man muss sicher mal auf 3-4 Meter Maximum runtergehen, dass man springen kann. Und ja, wichtig ist, dass nicht Böe kommt, sondern wenn es stabil von vorn kommt, dann ist es gleich und dann haben sie ja keine Probleme. Aber wie gesagt, momentan ist es viel und auch zu böig. Gibt es eine realistische Chance hier und heute in den nächsten 2-3 Stunden, dass sich der Wind so beruhigt aus deiner Sicht? Was glaubst du? Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, der Wetterbericht schaut jetzt nicht ganz so gut aus, aber man, es kann auch schnell gehen. Gell, wenn so ein Fenster drin ist, wo es mal windstill ist oder besser wird, dann wird man sicher anfangen. Aber man muss einfach ja, hoffen, dass es besser wird und jetzt nur locker bleiben und einfach die Kraft gut einteilen. Und dann, wenn es losgeht, muss man halt da sein. Alles klar, wir hoffen. Andi, vielen Dank und bis später.